Nepal, das Dach der Welt. Himalaya und der Mount Everest, daran denken wohl die meisten von uns, wenn es um Nepal geht. 7 der 10 höchsten Berge der Welt liegen hier, eingezwängt zwischen China und Indien. Wir wollen aber was ganz anderes wissen. Was sind die 5 Dinge, ohne die ein Nepalese nicht durch den Tag kommt? Dafür reisen wir in die Hauptstadt des Landes, Kathmandu. Auf knapp 1500 Metern Höhe leben hier rund 1,5 Millionen Menschen. Viele kommen aus den Dörfern des Landes auf der Suche nach Arbeit. Heute treffen wir den 33-jährigen Jayaditya Berma. Der junge Betriebswirt ist in Nepal groß geworden und arbeitet bei einer Softwarefirma. Welcome, namaste, please come in. Jayaditya gehört zu den Nepalesen, die es geschafft haben. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, ist er wie so viele mit 18 in die Stadt gezogen und macht seither Karriere in der IT-Branche. Jayaditya ist Single und teilt sich die 50 Quadratmeter Wohnung nur mit seinen Blumen und seiner Gitarre. Jayaditya will später noch Freunde besuchen. Doch bevor er aus dem Haus geht, muss ein Kleidungsstück auf jeden Fall mit. Es begleitet ihn schon sein ganzes Leben. Das Dhaka Topi, unser erstes Ding, das in keinem nepalesischen Haushalt fehlen darf. Dhaka Topi ist unsere traditionelle Mütze. Für den Ausdruck Mütze wäre Jayaditya vor einigen Jahren vermutlich noch ins Gefängnis gewandert. Der Grund? Das Topi ist quasi heilig und tief in der nepalesischen Kultur verwurzelt. In den 1950er Jahren war es sogar Pflicht, den Hut in der Öffentlichkeit zu tragen. Auch einen Reisepass gab es nur mit Foto samt Hut. Der soll die Berge Nepals symbolisieren, auf denen das Eis schmilzt und farbenprächtige Blumen zum Vorschein kommen. Stimmt, früher musste man es tragen. Meine Großeltern und ihre Freunde haben immer Dhaka Topis getragen. Aber wie die ganze Welt ändert sich auch Nepal. Trotzdem hat Jayaditya nicht nur ein Dhaka Topi, sondern ganze 9 Stück in allen Farben und Mustern. Doch anders als seine Vorfahren trägt er die Kopfbedeckung freiwillig. Vormittags hat Jayaditya meist Lust auf eine Tasse Tee. Der ist in Nepal sehr beliebt, bei dem rauen Bergklima und kalten Wintern durchaus nachvollziehbar. Und dabei benutzt er unser Ding Nummer 2. Ist das nepalesischer Würfelzucker? Das ist Chirpi. Es besteht aus getrockneter Jagdmilch. After it's cured and dried. Kein Zucker also, sondern Käse. Kein Witz. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der härteste Käse der Welt. Chirpi wird aus Jagdmilch hergestellt. Je länger man den Käse fermentieren lässt, desto härter und intensiver wird er. Chirpi ist Nepals Nationalsnack Nummer 1. Über 2 Kilo isst jeder Nepalese davon im Jahr. Ich esse ihn immer mal gerne mit Tee. Aber noch viel lieber mag ich ihn an sich roh und kaue den ganzen Tag darauf rum. Und das hat oft schmerzhafte Folgen. Klar habe ich mir schon in die Zunge gebissen, aber das hält mich nicht davon ab. Chirpi ist so hart, dass man bis zu 2 Stunden an einem Brocken herumkaut. Sein hoher Protein- und Fettgehalt macht ihn zu einem guten Energieversorger. Auch bei uns ist Chirpi in vielen Läden erhältlich, aber nur für den besten Freund des Menschen. Hunde finden den Geschmack von Käse toll. Das lange Herumkauen stärkt die Kaumuskulatur. Die Vierbeiner, aber auch Jaya, entspannen durch den Käse. Zum Entspannen hat er jetzt aber keine Zeit. Er hat am Nachmittag eine Verabredung mit seinen Kumpels. Die wohnen am anderen Ende der Millionenmetropole Kathmandu.
Um da hinzukommen, nutzt Jaya unser Ding Nummer 3. Tutl, die beliebteste App in Nepal. Tutl ist eine coole und kostenlose Möglichkeit, um an Fahrten zu kommen. Entweder als Fahrer oder als Passagier. Ich glaube, da kommt meiner. Einziges Problem an der Sache, die Fahrzeuge sind ausschließlich zwei Räder und mit einem Höllentempo unterwegs. Die Nepalesen stört das nicht, im Gegenteil. Tutl ist die meistgenutzte App des Landes. Der Vorteil, mit dem Motorradtaxi kommt man hier in jede noch so kleine Gasse rein. Chayaditya hat seinen Freunden versprochen, einen Fahrradschlauch mitzunehmen. Wozu sie den brauchen und was dieser komische Ring damit zu tun hat, damit geht es gleich weiter. Das Dach der Welt, Mützen, die Berge symbolisieren und der härteste Käse der Welt, den bei uns nur Hunde essen. Soweit waren wir ja schon. Chayaditya ist mittlerweile per Motorradtaxi bei seinem Kumpel Amir angekommen. Die Jungs haben sich wegen dem Corona-Lockdown in Nepal lange nicht gesehen. Die liebste Freizeitbeschäftigung vieler Nepalesen ist unser Ding Nummer 4. Das sogenannte Chungi. Aber Moment mal, basteln? Das kann doch nicht im Ernst das Hobby von diesen Jungs sein, oder? Ihr nehmt also ein Gummiband und schneidet es in der Mitte auseinander, so dass es ein langes Band wird. Danach fädelt ihr die anderen Ringe einfach darauf auf und macht oben einen Knoten. Dann habt ihr nachher sowas. Bei uns heißt das Chungi. Der Chungi begeistert Jungs und Mädels, alt und jung. Denn was wir als Hacky-Sack kennen, ist hier der Chungi-Volkssport. In manchen Schulen steht Chungi sogar auf dem Unterrichtsplan. Was Chungi so beliebt macht? Jeder kann es selbst machen. Dazu braucht man nur einen alten Fahrradschlauch. Und natürlich machen sich die Jungs die ganze Arbeit nur, um auch spielen zu können. Dieser springt besser. Also nehmen wir den. Chaya hat in seiner Jugend sogar an Nationalmeisterschaften teilgenommen und wurde Zweiter. Aber das ist schon 20 Jahre her. Auch wenn die Skills der Jungs etwas eingerostet sind, haben die Mit-30er eine Menge Spaß. Was die Jungs noch vereint? Sie sind alle gebildet, erfolgreich und ledig. Hochzeiten in Nepal sind meist arrangierte Ehen. Aber in den Städten heiraten die Menschen auch aus Liebe. Das wünschen sich Jaya und seine Freunde auch. Allerdings ist klassisches Dating in einer Kultur mit arrangierten Ehen gar nicht so einfach. So langsam fangen die Menschen auch hier an, Social Media für die Partnersuche zu nutzen. Das ganze Thema ist Jayaditya eher unangenehm. Vom ganzen Herumgekicke knurrt außerdem der Magen. Also zurück nach Hause. Gegen den Hunger hilft Ding Nummer 5. Der nepalesische Momo-Topf. Wir alle lieben Momos. Ich kenne keinen, der die nicht mag. Momos machen wir eigentlich immer, wenn wir uns mit Freunden oder Familie treffen. Oder ein Kamerateam zu Besuch kommt. Die Momos werden in einem speziellen Etagetopf gedünstet. Zwar gibt es Momos hier auch an jeder Ecke zu kaufen, aber Jaya macht das Nationalgericht lieber selbst. Da gibt es unbegrenzte Varianten. Man kann sie mit allem möglichen Fleisch füllen. Und nicht nur die mit Fleisch. Auch bei den vegetarischen gibt es viele verschiedene. Du kannst sie mit Panier füllen oder anderem Käse. Schnibbelst Gemüse rein, in den Teig, fertig. Was Momos jedoch speziell macht, ist die Zubereitung in mehreren Etagen. Die schärferen Momos oder die mit Fleisch bleiben oben.
Weil man lädt ja vielleicht Vegetarier oder Veganer ein, dann möchte man nicht, dass die die Falschen erwischen. Dünsten ist die schonendste Zubereitungsart. So bleiben die meisten Vitamine der Zutaten erhalten. Nach 5 Minuten im Wasserdampf sind die Momos gar. Es kann angerichtet werden. Nur womit? Momos isst man typischerweise mit Chutney-Soße oder Suppe. Man kann sie sogar mit Ketchup essen. Wenn das seine Mama hören würde. Ob mit Ketchup oder Chutney nach Hausrezept. Wichtig ist, dass die Momos schmecken. Von Hüten bis zum härtesten Käse. Das waren sie, die 5 Dinge, ohne die man in Nepal nicht durch den Tag kommt.